Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Landwirtschaftssimulator 2013. Mein Name ist Garderul, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. So, ich packe mal gerade hier nochmal ein und dann geht es weiter mit unserer Planung. Wir schauen mal kurz, ja, die Felder sind immer noch nicht reif, es ist auch noch nicht genug Tage vergangen, das dauert halt ja mal ein bisschen. Das heißt, wir könnten eigentlich mal eben schauen, wie wir unseren Maschinenpark noch weiter optimieren. Und da bin ich auf einen Wunsch von euch eingegangen, mal eben schnell fix in aller Kürze, nämlich... Ihr wolltet einen Download-Content euch angucken. Und zwar Klassiker der Landwirtschaft. Das Problem ist nur irgendwie, der wird nicht vernünftig einsortiert. Das heißt, wir müssen den hier drunter immer die ganzen Maschinen dann nachgucken und finden. Aber die sind halt hierbei und die könnten wir eigentlich dann auch mal so... Na, ich habe mir so überlegt, dass wir die halt spaßeshalber einfach mal auf kleinen Feldern hier rund um den Hof mal... benutzen. Dann habe ich einen Autosave-Mod installiert und ich habe so die ungute Befürchtung, dass der nicht funktionieren wird. Das heißt, dass der mir das Spiel kaputt schießt und die Aufnahme unterbricht. Aber das werden wir rausfinden. Ja, was... Da speichert er auch gerade schon. Scheint ja geklappt zu haben. Doch, okay. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist hier nochmal unseren Fuhrpark optimieren. Erstmal das ganze Getöse, was wir erstmal nicht brauchen, weg. Wir werden... Oh, wollen wir wirklich mit so einem Scheißteil Mais häckseln? Was kostet denn... Also den brauchen wir auch nicht. Den werden wir auch erstmal nicht mehr brauchen. Futtermischer, die Sämaschine, da werden wir uns eine bessere kaufen. Definitiv. Also wenn wir häckseln, dann sollten wir den behalten, um dann häckseln zu können. Jetzt schauen wir mal eben, wir haben 156.000. Wir müssen jetzt... Ach, wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir müssen das erstmal hier... Während ja immer noch darauf warten, dass hier alles reif wird, wir müssen erstmal ein bisschen Körner verkaufen. So, nützt ja alles nichts. Da würde ich vorschlagen, wir schauen uns dann mal direkt den Weg zur Mühle an. Wo sind wir denn? Beziehungsweise mal gucken, was wir da noch haben. Wir haben also Körnermais, Kartoffeln, Zuckerrüben. Schauen wir mal die Preise. Raps. Haben wir verkauft, ne? Wir könnten den Weizen zur Mühle fahren. Das machen wir mal eben. Dann wissen wir nämlich auch schon mal, wo die Mühle ist. Was im Moment nämlich noch nicht so ganz weiß. Ich glaube, die ist im Nordosten der Map. Ich weiß nicht ganz so sicher. Und dann haben wir noch ein bisschen Geld. Spielgeld sozusagen. Im Moment lohnt es ja eh noch nicht, dass wir großartig da jetzt Riesenhänger uns holen, weil wir haben die Maschinen noch gar nicht, die diese Menge produzieren. Im Moment noch nicht. Sobald dann die ersten Felder reif sind, die müssen wir auch wieder bewirtschaften. Dann geht es richtig voran. Aber soweit sind wir noch nicht. So, wo war ich? Da wollte ich hin. Weizen. Okay. Oder aber, wir nehmen den Weizen, um unsere Schweinezucht anzuschieben. Aber dann nehmen wir besser was, was, wo wir schlechtes Geld für kriegen. Und das scheint auf dieser Map in der Tat so zu sein, dass die Preise sonst recht hoch sind. Zuckerrüben, guck mal da, wie schlecht der Preis ist für Zuckerrüben und Kartoffeln. Der ist doch normalerweise deutlich höher. Oder war das wegen dem Volumen? Weil die mehr Volumen haben. Da bin ich jetzt gerade etwas verwirrt. Also bei Raps wissen wir ja, dass er das halbe Volumen hat. Wenn Kartoffeln und Zuckerrüben das Doppelte haben, dann wird es ja wieder Sinn machen. Ja, Raps haben wir leider nicht mehr. Den können wir gleich ernten, wenn immer die Felder reif würden. Aber so weit sind wir noch nicht. Das heißt, wir fahren jetzt mal eben einmal zur Mühle, lernen die auch kennen. Hallo Herr Mühle, hallo Herr Garderul.
Und guck mal da die Landschaft. Ist das nicht geil? Ist das nicht wunderschön? Wunderschön. So ein paar Hügelchen gibt es ja hier auch, ne? So, hier mal ein Auto vorbei. Wie im echten Leben auch, ist der Trecker schneller als das Auto. Ich habe mir auch überlegt, mal wieder mit dem Lenkrad zu fahren. Und habe da festgestellt, dass es irgendwie... Also im OMSI funktioniert das hundertprozentig, also in unserem OMSI-Let's Play hier bei uns im Kanal. Aber im Landwirtschaftssimulator wäre ich wahnsinnig, wenn ich damit fahren müsste. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und nochmal der Hinweis, ich lese alle Kommentare. Aber ich kann nicht darauf antworten, weil ich staffelweise produziere. Ne? Das heißt, ich nehme immer ein paar Folgen am Stück auf. Und dann, da kann ich natürlich nicht darauf antworten, was ihr geschrieben habt, weil ich es noch nicht gelesen haben kann. Ne? Wir haben heute zum Beispiel Sonntag, den 21. Juli. Und wenn ihr jetzt seht, wann die Folge rausgekommen ist, die letzten Folgen rausgekommen sind, dann wisst ihr, warum ich nicht antworten konnte. So, das war gerade der Speichern, Autosave. So, und diese ganzen Strecken hier, die werden wir irgendwann mit Curseplay einfahren. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das am besten machen. Ich denke mal, vom Hof ausgehend, jeweils, also Strecken machen, Hof, Mühle. Hof, keine Ahnung, ne? Und, oder Lager. Und dann von den Feldern zum Lager, oder von den Feldern selber zum Lager fahren. Ach, ich weiß es nicht. Das sind halt so weite Strecken. Und je größer die Felder werden, obwohl wenn wir die Felder verbinden, das wäre auch nicht schlecht. Dann könnten wir mit den verbundenen Feldern, haben wir weniger Kurse, die wir machen müssen. Ne? Ist natürlich nicht so gedacht. Was haben wir hier? Noch ein Güllelager. Wie viele Güllelager haben wir denn hier? Das ist vermutlich, wenn am Hof oder sonst wo die Güllelager voll sind, dass ich da mit einem riesengroßen Güllefass Transportwagen, den haben wir ja auch, habt ihr ja schon in einem letzten Videos gesehen, dass wir die Gülle dann da reinladen können und dann einfach mal auf die Lager verteilen und dann muss man nicht jedes Mal, wenn man Gülle fährt, weiß Gott wo rumfahren, sondern kann die einfach aus dem Lager nehmen. Das wird wohl der Grund sein. So, und hier sind wir jetzt bei der Mühle. Ja, und die ist genau wie im normalen Spiel. Ja, dann laden wir mal ab. Was ich hier ein bisschen komisch finde, ist, wie soll man denn hier wieder rausfahren? Mit Curseplay. Oder ihr täuscht das so von der Größe. Kann natürlich sein. Schauen wir mal. Ja, und jetzt ist natürlich jetzt auch so langsam die Frage, da müssen wir uns das mal überlegen. Wo ist denn das? In was investieren wir als erstes? Also, neue Maschinen, neue Felder. Ich meine, Alter, ich glaube, wir machen es so. Wir testen erstmal, wie wir zeitlich hinkommen. Das heißt, wenn wir jetzt gleich Mäh dreschen, ob wir da gut zu tun haben oder nicht. Und dann entscheiden wir, ob wir mehr Maschinen nehmen oder ob wir mehr Felder nehmen. Weil wir müssen ja auch eines berücksichtigen, hier verdorrt nichts. Das heißt, wir können schön nacheinander arbeiten. Und dann müsste der Fuhrpark, und das ist eine interessante Aufgabe eigentlich, der Fuhrpark so optimiert sein, aufeinander abgestimmt sein, dass wir nirgendwo Leerlauf haben. Und das wird, glaube ich, relativ spannend. So, für euch jetzt diese Rumfahrerei nicht so spannend. Deswegen kann ich ja mal ein paar grundsätzliche Sachen loswerden. Also wann die nächsten Folgen kommen, da wird ja immer... habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Private Videos, genau. Was ich, glaube ich, in allen 100... das ist die 106. Folge hier, glaube ich. Und den ganzen Folgen noch nie so richtig erklärt habe, ist, warum die Videos eigentlich privat sind. Also wenn ihr in die Playlist reinschaut und guckt jetzt dieses Video, dann seht ihr oben rechts das nächste Video. Wenn...
wenn die Folge heute, die 106, heute rausgekommen ist, ja, und ihr seht da oben die 107 und klickt das an, steht da, dieses Video ist privat, ja, das liegt daran, dass ich immer die Folgen am Stück aufnehme, dann rendern lasse und hochlade am Stück. Dann alle Folgen dann mit den entsprechenden Kennzeichen versehe und Namen gebe und weiß der Geier was alles, ne? Und dann sind die schon auf dem Server und dann, bei YouTube. Und dann sage ich meinetwegen, dieses Video soll am 12. rauskommen, das am 18. und so weiter. Und ihr seht dann aber schon, dass ich das Video hochgeladen habe und dass das irgendwann mal veröffentlicht wird. Es wird also in der Playlist, ist es schon drin, wird dann angezeigt unter Vorschläge als nächstes Video. Aber ihr könnt es dann noch nicht gucken, weil es noch privat ist. Und wann die nächste Folge kommt, also wann das Video, was ihr da seht, dann öffentlich wird, das seht ihr dann wie immer im Sendeplan unter events.mmoinfos.de, wo ich jetzt neulich noch dafür gelobt wurde, wie toll das ist. Nämlich das ist, ihr solltet vielleicht sowieso mal den Sendeplan anschauen, denn da seht ihr erstmal alle Shows, die wir haben. Und wenn ihr die Shows anklickt, das heißt, wenn ihr auf eine einzelne Sendung draufklickt, dann öffnet sich ein neues Fenster. Und da seht ihr alle Folgen untereinander. Bei YouTube müsst ihr immer in der Playlist rauf und runter scrollen. Das ist alles nicht übersichtlich und so. Und auf unserer Hauptseite, da seht ihr ganz übersichtlich eine Komplettübersicht aller Folgen, die es bis jetzt zu diesem jeweiligen Video gegeben hat. Könnt ihr auch direkt anklicken. Seht den Titel dabei, seht auch, wie oft die geguckt wurden. Und so weiter. Bekommen wir ein paar Infos zum Spiel. Und in Kürze, oder mittlerweile ist es vielleicht schon online, gibt es unsere Wiki. Und da seht ihr eine Liste von allen unseren Projekten und könnt natürlich auch in der Wiki mitarbeiten. Ich muss es noch hinbekommen, dass die Schnittstelle zwischen unserer Webseite, unserem Forum und der Wiki, dass das alles aus einem Guss ist, damit ihr euch nicht 35 Mal neu anmelden müsst. Das hatten wir schon bei der Umstellung des Forums, dieses Problem. Das ist halt nicht so schön. Und ja, das müssen wir noch hinbekommen. Und wenn das läuft, dann haben wir auch eine wunderschöne Wiki-Seite. Ich würde mich schon mal drauf freuen. Da kriegt ihr wirklich dann alle Infos. Also alles, was ihr wissen wollt. Alle Shows gibt es da. Die ganzen Übersichten, was es schon an Sendung gab. Da könnt ihr auch gemeinsam mal versuchen, dann eine Liste mit den ganzen Mods reinzumachen. Das wollte ich auch noch immer machen. Ist euch zugekommen. Ja, und sowas alles halt. Ne? So, das ist da für die Wiki geplant. So, haben wir die Fahrt wieder sinnvoll genutzt. Ne? Habe ich euch ein paar interessante Sachen erzählt. Hoffe ich zumindest, dass die für interessant waren. Ja, und dann müssen wir mal überlegen. Ich würde sagen, wir machen da hinten die Halle frei. Jetzt gucke ich mal, ob wir am Hof noch andere Hallen haben. Weil ich würde da hinten die Halle gerne dann benutzen, um da Stroh- und Heuballen reinzumachen. Das heißt, wir müssen hier eine andere Halle finden, wo wir die Maschinen reinstellen. Also bei dem Trecker jetzt nicht unbedingt, dann nehmen wir die hier. Jetzt haben wir schon wieder Rapsnachfrage und immer noch kein Raps. Ach, guck mal! Guck mal! Na, geht doch! Ja, dann können wir doch jetzt eigentlich in der nächsten Folge direkt loslegen mit der Ernte. Und zwar werden wir dann Heu ernten. Hä? Wiesen haben wir ja und die sind auch alle reif. Dann haben wir schon mal Heu, Gras und Silo. Also das können wir ja schon mal machen. Ey, ist doch perfekt! Mensch, gut, dass wir geguckt haben. Ja, hier wird es wieder dunkel, das heißt, die Folge geht langsam wieder zu Ende. Die Schafe sind auch noch fleißig. Gucken, welchen Trecker wir dafür nehmen. Wir können eigentlich... War das jetzt der größere hier? Ja, das war der größere. Das heißt, wir können den hierfür nehmen. Das ist der vom Chef. Den Helfer können wir dann auf den kleineren Trecker tun. Dann fahren wir mal eben hier die Maschine wieder schön unter das Dach, weil sonst der Xenon 52.693.000 wieder mit ihm schimpft. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal loslegen und hier ein bisschen... schauen, wo wir denn mal mähen, wo wir den ersten Schnitt machen sozusagen. Dann geht's endlich los mit der Ernte, hat ja auch lange genug gedauert. Und da könnten wir theoretisch Frontmähwerk und dann sofort einen Ladewagen dahinter, aber wir haben keinen Ladewagen, ne? Da können wir ja mal diesen Klassiker der Landwirtschaften Ladewagen testen, was haltet ihr davon? Schauen wir mal. Also, ob wir das machen oder nicht und wie es weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal. Könnt ihr schon mal gespannt sein, das wird bestimmt wieder lustig. Und bis dahin gilt... Empfehlt mich weiter. Ich freue mich über Kommentare, lese alle und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis bald.